Hallo, ich bin Annette. Ich bin lesbisch und meine Identität bedeutet für mich, dass ich mir ihrer erst, sagen wir mal, bewusst werden musste. Jede Identität, die sich abseits einer Norm bewegt, die fordert erstmal einen Denkprozess, dass du überlegst, was bin ich dann eigentlich? Aber das ist inzwischen, glaube ich, auch in meinem Leben ganz gut abgeschlossen. Und positiv für mich ist tatsächlich wider Erwarten ganz vieles gelaufen. Ich dachte, ich würde mich viel mehr mit Diskriminierung auseinandersetzen müssen. Ich dachte, das würde viel schwieriger. Aber de facto ist es so, dass meine Familie, auch mein inzwischen 14-jähriger Sohn, ganz normal mit unserer Familienidentität, mit unserer Familie umgehen können. Er kann das erzählen, wie andere auch. Und das ist auch mein Wunsch an die Gesellschaft, dass das nicht nur in dieser Blase Großstadt vielleicht funktioniert, wie es für uns gut funktioniert, sondern dass das überall stattfindet, dass in ländlichen, in anderen Regionen und vor allem auch in anderen Regionen Europas, wo die Rechte von LGBTQAI-Menschen immer noch sehr mit Füßen getreten werden, dass sich auch da was Richtung Normalität ändert. Das wären meine Wünsche an eine europäische Gesellschaft.